Diese Klausuren sind so schwierig und ich habe schon wieder eine 5,0 in der Vorbereitung geschrieben und der Sachverhalt hier, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. Ach, so schwer ist das alles gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum alle immer sagen, dass die Prüfung so schwierig ist. Ich habe hier schon wieder die Aufgabe richtig gelöst und die nächsten Themen werde ich auch mit links hinbekommen. Schon wieder eine 5,5 und 6,0. Gestern auch schon wieder nicht zum Lernen gekommen, aber wenn ich erstmal in Freistellung bin, dann werde ich das schon alles hinkriegen und dann wird alles besser. Heute steht Umsatzsteuer auf dem Programm, da werde ich zuerst einmal das gesamte Skript richtig intensiv durcharbeiten. Seite 1 bis 120, da scheinen ja alle relevanten Informationen drin zu sein und da will ich auf gar keinen Fall irgendwas verpassen. Und der Dozent hat auch gesagt, wir sollen alle Übungsaufgaben machen, die werde ich auch von 1 bis 12 bearbeiten. Und ich habe mir auch noch die Fallsammlung von dem anderen Anbieter bestellt, da werde ich auch nochmal die ganzen Übungsaufgaben durchgehen, damit ich auch ja keine Informationen verpasse. Samstags habe ich von morgens bis abends meinen Kurs, dann habe ich meistens Sonntag den Klausurentag, wo ich von morgens bis abends die Klausuren schreibe und abends unter der Woche lerne ich eigentlich auch jeden Tag. Ich fange dann so um 19 Uhr an und meistens sitze ich dann schon bis 1 oder auch halb 2, damit ich alle die Aufgaben, die ich machen soll, auch hinbekomme und mein Chef sagt immer zu mir, viel bringt viel und daran halte ich mich natürlich auch. Diese Woche wollte ich eigentlich viel lernen. Jetzt hat mein Chef mich gefragt, ob ich die Aufgabe noch übernehmen kann. Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und meine Tante wollte auch ihre private Einkommensteuererklärung endlich mal angehen. Und das werde ich jetzt am Wochenende wohl auch machen müssen. Und am Donnerstag wollte meine Freundin noch mit mir ins Kino gehen. Da kann ich auch nicht permanent Nein sagen. Ich muss schließlich allen Leuten gerecht werden in der Prüfungsvorbereitung. Meine Vorbereitung lief eigentlich ganz entspannt. Ich habe auch nur, glaube ich, 10 Klausuren geschrieben und davon war auch keine schlechter als 4,0 und habe jetzt auch Gott sei Dank bestanden und bin richtig happy, dass das so gut gelaufen ist. Es hat richtig Spaß gemacht, die Prüfungsvorbereitung.